So, das ist jetzt die zweite Aufnahme heute Abend. Ich möchte jetzt einfach nur noch schnell aufnehmen oder dokumentieren, wie sich da Did green der candle. DAX und der Dow verhält. Also normalerweise ist das immer eine schlechte Zeit. Ich werde da nicht mehr groß einsteigen. Meist habe ich nach 21 Uhr immer wieder verloren, weil einfach in der letzten Stunde das hin und her springt, wie wild. Also schauen wir mal, ist das überhaupt tradebar? Steigt es wieder an. Mal schauen, ob es da noch mal eine Short-Gelegenheit gibt. Es ist immer schwierig, diese inflationären Märkte zu Big traden. red candle. Euro-Dollar, der ist ja stark abgesoffen. Und das hat dann den DAX hinaufgetrieben und dann sonst. Der Dow ist natürlich auch wieder gewaltig gestiegen und auch der US 500. Big green candle. Setze hier einen Limitverkauf ein, aber nur von ganz wenig. Nur 0,1 Kontrakte. Nee, ich muss das Market verkaufen. Big green candle. Ist da schon einen Zehntelskontrakt verkauft und habe hier noch einen Stop Sell. Gemäß Parabolik müsste es eigentlich weiter nach unten gehen. DAX mache ich einen Stop-Sell rein. Big green candle. Contracts set to zero. Oh, der Dow, der will da wieder nach oben. Lösche den wieder. Big green candle.
red candle. Ich habe noch einen Stoppzettel mit einem ganzen Grund Big Red Candle eingegeben. Ah, diesen Zellstopp hat es jetzt getriggert. Ja, Contracts set to zero. Ihr habt noch einen Stoppzettel mit 0,5, also ich mache nur mit wenig. Ist so unberechenbar. Big green candle. Contracts set to zero. Da bin ich jetzt mit 0,7 drin. Ups. Big green candle. Geht prompt in die falsche Richtung. Warte noch mit Glattstellen. Big red candle. Big red candle. Ja, und jetzt kommt der Rost nach unten. Big red candle. Oh ja, jetzt ist er schön gekommen. Muss ja wieder aufpassen, dass es nicht wieder gekauft wird. Big green candle. Aufpassen. Mal glatt gestellt. Ist wirklich sehr schwierig. Damit 1,7. Jetzt ist 21.29 Uhr.
Big green candle. Big green candle. Oh, jetzt steigt es wieder. Big green candle. Frage, soll ich das glatt stellen oder nicht? Oder warten? Big red candle. Ja, das ist ziemlich schwierig. Big red candle. Da habe ich einen Stoppsel drin. Contracts set to zero. Nur 0,1. Da sehen wir, der DAX geht hier, der Dow, mehr oder weniger geradeaus. Big red candle. Ask over Bollinger. Big red candle. Hier geht es schon. Contract set to zero. Geht wieder an diesen Widerstand. Und jetzt ist er eigentlich ganz anders. Ask over Bollinger. Big green candle. Der Dow weiß nicht, was er soll. Big green cat. Ask over Bollinger. Wenn der Dow hier nach unten geht, ob da der DAX dann auch noch folgt. Eigentlich müsste der DAX folgen. D-Crossdown. D-Crossdown. Big green candle.
Ja, aber eben da der DAO, der DAX, der hält sich gut. Big green candle. Big green candle. Den Daumen mal glatt, das sieht das überhaupt nicht aus, als ob das nach unten. Ask over Ballinger. Oh. Decross up. Big red candle. Contracts set to zero. Da habe ich nochmals geschortet. Mit 0,1. Wenn jetzt der DAO da nach unten kommt, Contracts set to zero. Dann müsste eigentlich der DAX auch folgen. Big red candle. Decross down. Contracts set to zero. Big red candle. Ja, vielleicht bricht er noch ganz nach unten durch. Da habe ich die Stop Sales drin, aber sieht momentan nicht nach Durchbruch aus. Big Green Candle. Mich bereit, glatt zu stellen. Stoppsel eingegeben, im Fall, dass unterschritten wird. Zieh die Dinger ein bisschen rum. Contracts set to zero. Der will gar nicht mehr nach unten. Schauen wir mal, was der Euro-Dollar macht. Big. Ja, der Euro-Dollar. Mist. Bit under Ballinger.
jetzt bin ich da auch durch. Das ist meistens um 20 vor 10 so. Mal schauen, ob das noch Bewegung gibt. Big Green Candle. Ja, man sollte jetzt aufhören. Der Warner sagt das. Und ich warte noch ein paar Sekunden. Eben, ja, nach Viertel nach neun zu traden lohnt sich meistens nicht. Ich glaube auch jetzt nicht. Ich müsste gerade noch einen Durchbruch nach unten gehen. Einen massiven Durchbruch. Das könnte sein, der Fall sein, weil morgen ein Feiertag ist. Wir wollen doch alle noch flach sein über die Feiertage. Big Red Candle. Ich weiß nicht, ob dieser Widerstand da noch erreicht wird oder dieser Support oder allenfalls sogar noch der V-Web, aber das glaube ich nicht. Das müsste also noch in diesen paar Minuten noch massiv fallen. Das ist hier der DAX, der da hinfallen soll, der DAO, der möglichst da zum V-Web fallen soll. Big Red Candle. Ich mache mich da mal bereit, das alles klarzustellen. Bid under Bollinger. Fällt tatsächlich. Big Red Candle. Kalman up, Kalman down. Kalman up. Ja.
Kraft. Big green candle. Big red candle. Calming down. Calming up. Ja, sieht nicht so nach Fallen aus. Calming down. Eigentlich erstaunlich, man würde eigentlich Big Red Candle. Gut, in den USA ist vielleicht morgen kein Feiertag. Calming down. So viel ich weiß, ist in Deutschland ein Feiertag. Dann müssten eigentlich die DAX-Positionen abgestoßen werden über Nacht. Calming up. Calming up. Calming down. Decross up. Big green candle. Still ist dann mal glatt. Jetzt steigt die ganze Soße wieder. Big red candle. Zehn vor zehn. Big green candle. Big green candle. Oh. Der DAX ist massiv gestiegen. Still ist glatt. Jetzt habe ich hier noch verloren. Also.
Ja, das hat sich jetzt wirklich nicht gelohnt. Jetzt habe ich. €17 verloren. Nur wegen dieses Rumgeplempers in den letzten Minuten. Contract set to zero. Da gibt es nur ein kleines Rally nach oben. Ask over Bollinger. Mal schauen, ob das noch was gibt. Big green candle. Es ist sehr schwierig, da noch was rauszuholen. Ich würde eigentlich niemand erwarten, dass das noch so steigt, kurz vor dem Wochenende, allein vor dem Feiertag. Big red candle. Big red candle. Ask over Bollinger. Ja, ob das noch ansteigt, ist auch wieder fraglich. Big green candle. Big green candle. Ask over Bollinger. Da kommt nichts mehr Gescheites. Big red candle. Stelle glatt. Ja, man sieht eben, in der letzten Stunde lohnt sich das meistens nicht. Es ist wirklich ein unsystematisches Chaos. Big red candle. Contracts set to zero. Contracts set to zero. Hier habe ich nur einen Stoppzell reingetan. Die habe ich verkauft. Big red candle. Jetzt ist 21:55 Uhr. Kommt jetzt noch der Abverkauf.
Contracts set to zero. Big red candle. Big green candle. Ja, ist da nichts mehr Systematisches vorhanden? Sechsundfünfzig. Big green candle. Mist. Calming down. Calming up. Calming up. Calming down. Calming up. Verkauft. Erstelle auch glatt. So, ja, jetzt ist Feierabend, 57. Da nochmals der Euro-Dollar, der ist weiter gesunken, da ist der DAX natürlich auch wieder gestiegen. Ich habe mich soweit saniert. Do you cross a big green candle? So. Dann bis später bei Swiss Trader.